Hallo und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Ich habe wieder Post bekommen. Der liebe Sven hat mir überraschenderweise etwas zugeschickt und das packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Mystery, also ich weiß nicht, was da drin ist. Er hat mir wieder ein Überraschungspaket gepackt. Ich bin sehr dankbar dafür. Lieber Sven, danke dir. Und ich weiß, ich schaue auf die nächsten Flohmärkten oder wenn ich überhaupt was in der Richtung, wie du sammelst, findest, dann bekommst du was von mir zurück. Momentan habe ich wirklich nichts in diese Richtung, was du sammelst, aber ich achte drauf und ich finde ganz bestimmt etwas ganz Besonderes für dich und mal sehen. Ich werde es vielleicht aufbewahren bis zur Toyplosion, denn da weiß ich, da sehen wir uns. So, aber genug geplänkelt, genug gelabert. Wir wollen mal schauen, was er mir da eingepackt hat. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Messer liegt oder Cutter liegt hier. Dann wollen wir mal aufschneiden. Ist gut verpackt, das finde ich großartig. So, und da drin, also es ist gewichtig, das sage ich ganz ehrlich. Da ist Gewicht drauf. Und hier kommt gleich was und ich sehe schon die ersten Sachen. Ich nehme das hier runter, damit ihr hier besser sehen könnt. Und das allererste, was ich hier sehe, mega, auch ein Kultfilm, Armee der Finsternis. Ash vs. the Skeleton Army. Mega. Auch hier hinten. Ein Megafilm. Und hier ist sogar noch was drin. Ich habe nur spontan gedacht, mach das Ding auf. Um einfach mal euch das Innere zu zeigen, weil das finde ich bei diesen DVDs manchmal auch geil. Hier ist so Kapitelmenü. Disc ist bedruckt. Schön mit diesem klassischen Kultbild, was auch hier hinter ist. Allein das Artwork ist mega, so richtig kultig, so schön überzeichnet. So, und so sieht es natürlich mega aus. Wahnsinn. Vor allem, es harmoniert so schön mit dem Hintergrund. Ne? Das ist so richtig schön angepasst. Dann haben wir hier so ein Prospekt. Auch immer spannend zu sehen, was ist damals zur gleichen Zeit rausgekommen. Ja, also hier haben wir den. Wow, das ist absoluter Kultfilm. Und dann habe ich hier Blu-ray, DVD. Doch, es muss eine DVD, Blu-ray von einem Batman-Film. Hier so schön in einer anderen Verpackung. Sowas kenne ich gar nicht. Und zwar ist es Gotham Knight Animated Movie in dieser Verpackung. Hier ist wirklich das Cover. Das ist auch offiziell so. Habe ich so noch nie gesehen. Kann sein, dass es eine Art Promo ist. Derart habe ich es noch nicht gesehen. Hier seht ihr das Cover. Richtig cool. Weil die sind oft in diesen Art Hüllen, die Promos. Also das weiß ich schon. Mega. Ich packe das jetzt mal hier wieder so rein. Richtig cool. Richtig cool. Das habe ich in der Art noch nie gehabt. Eine Disc. Absolut cool. Also hier haben wir Batman Gotham Knight. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Also den habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Und dann geht es gleich mit einem nächsten Highlight weiter. Und das ist sogar sealed. Hat mal 19 D-Mark 98 gekostet oder 17,53, je nachdem, welchen Rabatt man kriegt. Und zwar hier für den Amiga Las Vegas. Also sprich Glücksspiele, Pokern oder sowas in der Art müsste das sein, Automat. Und dadurch, dass es sealed ist, werde ich es natürlich nicht auspacken, das werde ich so behalten. Was ich aber jetzt machen kann, ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder von ein, wie das Spiel aussieht auf dem Amiga. Ich werde mir mal das, werde euch mal ein paar Bilder einblenden, weil es ist doch, denke ich, ein unterhaltsames Game.
Man kann da einiges machen, ne? Mega, mega. Ja, also das ist auch schon Wahnsinn. Das war mit Ziel. Hallo? Ziel, ich meine, wo findest du sowas? Hier kommt schon das nächste Highlight. Ja, PlayStation 3, Transformers die Rache. Als Transformers-Fan natürlich muss man Transformers-Games haben. Ich weiß gar nicht, ob ich die Movie-Games wirklich habe. Ich habe mich damals ein bisschen gescheut, die Movie-Games zu kaufen. Deswegen kann es sein, dass ich das sogar noch nicht vorher habe. Gehabt habe hier, was mir besonders immer gefällt bei den PlayStation 3-Spielen, sind Handbücher. Das gibt es ja bei PlayStation 4 und 5 nicht mehr. Und hier wirklich Handbuch noch mit Erklärungen und so weiter. Zwar nichts Besonderes, mit keine Farbe, sondern schwarz-weiß, aber überhaupt das Wahnsinn. Transformers Revenge of the Fallen, die Rache eben zum zweiten Kinofilm. Echt cool. Und ich muss, dann greife ich gleich dazu, hier auch Transformers nochmal. Auch mega, das ist Sandstorm, ein Turbo Changer, mega. Also, dass der überhaupt dabei ist, Wahnsinn. Deswegen kann ich ihn jetzt auch ein bisschen verwandeln, weil ich weiß, wie es geht. Hier im Buggy-Modus, richtig cool, richtig cool. Und es ist die, jetzt kommt das Fachwissen. Das müsste die Goldbox-Version sein, die 1990 erschienen ist, denn die Füße sind aus Plastik. Die erste Version hatte Metallfüße, wenn ich das richtig im Sinn habe. Und jetzt verwandeln wir ihn mal als Roboter. Mal sehen, ob ich das hinkriege, so einfach. Na. Ja, das kriege ich hin. Ha, absolut kultig. Die Goldbox-Version teilweise hatte auch kein Rubbel-Logo, was hier oben drauf kam, aber es kann auch sein, dass es fehlt, das weiß ich nicht genau, die Aufkleber sind abgenutzt. So, jetzt ist er hier in Roboterform und das Genialste ist eigentlich seine Hubschrauberform, die finde ich noch besser. Wahnsinn. So, wollen wir ihn nochmal als Hubschrauber verwandeln, damit es sich auch lohnt. So. Die Füße wieder zusammen. So, das wird umgeklappt hinten. Die Verwandlung. Hinten der Rotor hoch. Das. Achso, das Cockpit nach hinten. Oder die Kabine des Buggys. Okay, hier fehlen die Sticker vom, aber das, da kann man Ersatz schaffen. Gibt es genug Ersatzsticker heutzutage für die Fenster, die sind nicht mehr schwarz. Aber das ist nicht schlimm, das kann man ja alles wieder hinkriegen. Der ist sonst top in Schuss. Ja, abgesehen von den Stickern, die man jederzeit erneuern kann. Klar, bei einer bespielten Sache, das ist mega. Und diese Verwandlung finde ich so Hammer. Seht euch das an, der als Hubschrauber, als Rettungshubschrauber, mega. Dieser Autobot Sandstorm, ein absoluter Klassiker, mega, Wahnsinn. Und das Paket ist noch voll. Ich habe jetzt nur gerade mal von dem Paket, ihr seht, das ist so hoch und ich habe noch nicht mal bis zur, ja doch gerade die Hälfte reingegriffen, also die untere Seite ist noch voll. Und hier kommt schon das nächste, auf DVD zielt Märchenklassiker, Schneewittchen. Ich glaube, den habe ich nie gesehen, diesen Klassiker. Nach den Gebrüdern Grimm. Und das geht gleich weiter. Hier kommt schon der nächste Märchenklassiker. Rotkäppchen. Auch sealed. Wahnsinn. Wahnsinn. Und jetzt kommt ein Buch. Das ist auch mega. Auch ein Stück, was ich aus der Kindheit kenne. Und zwar hier. Walt Disneys geheimes Pflanzenbuch. Es gab aus dieser Reihe eine ganze Menge Bücher. Ich habe auch einige mal als Kind gehabt, die sind dann auch verloren gegangen. Ich glaube, ich habe hier geheime, hier seht ihr so, welche es gab. Ich habe, glaube ich, mal geheime Tipps, ein praktisches Handbuch mit Donald Duck gehabt und tolle Tipps und Tricks mit Tick, Trick und Track. Und das war so eine Art schlaues Buch, kann man sagen. Denn
Hier werden so Pflanzen erklärt, wie sie aussehen, wie sie heißen, was sie sind. Und es ist so typisch eben halt gezeichnet. Hier seht ihr auch mit Zeichnungen, das ist mega. Das war sozusagen gefühlt das schlaue Buch vom Fähnlein Fieseschweif. Mega, mega. Und das, der Zustand ist absolut top. Ein großartiges Buch. Wann ist denn, ich glaube in den 70ern sind die rausgekommen. Nee, 82. Mega, das auch mega. Wahnsinn. Und es ist immer noch voll. So, hier sehe ich eine Figur. Ein Hulk. Keine Ahnung, woher der stammt. Den kenne ich so sonst nicht. Hier war wohl mal, stand wo auf was? Hier so ein, ist irgendwo so ein Nüpsel. Das heißt, es kann sein, dass der auf irgendeiner Art Podest stand. Aber auch mega. Die Figur ist richtig gut in Schuss. Ob es eine Art, Disney Infinity ist es nicht. Aber so was Ähnliches könnte es sein. Aber cool. Der Hulk. Ja, kann auch stehen. Mega. Gut, dann haben wir hier Verpackungsmaterial. Das wird entsorgt. Na, erstmal dahin. Auf den Boden. Das natürlich nicht, denn da merke ich, da ist was drin. Das packen wir als letztes aus. Ja, das ist schwer. Hier ist noch eine Sache drin. Für PC. Ein bisschen ist. Und zwar, seht ihr, und zwar 10-jährige Jubiläumsedition Fußballmanager 11 von 2011. Ja, wie wurde das ausgepackt, eingepackt? Achso, Schuber. Ah, es ist im Schuber drin. Und dann ist hier das drin. Ja, genau, das ist so ein Schuber. Ja, er ist gebraucht. Das sieht man ja. Nee, aber cool. Und dann haben wir hier Felix Magath übrigens vorne drauf. Zwei CDs hier drin. Seht ihr das? Handbuch mit Felix Magath, wie gesagt. Und hinten auch noch so ein bisschen Werbung. Weil es ja Jubiläum ist, da können wir ja sehen, wer so mal drauf war. Wen erkenne ich denn hier überhaupt? 09 ist Joachim Löw drauf, Magath, Magazin hier, hier logischerweise bei FIFA 11. Magath nochmal auf, Felix Magath auf 2005. Rainer Kallmund ist 2004, Lothar Matthäus 2003, Rudi Assauer auf, wie gesagt, 2002. Stefan Effenberg hier bei Fußballmanager 2008. Boah, nicht schlecht. Was haben wir denn hier im Handbuch? Jubiläumsedition und so weiter. Mach sie fertig, Felix. Auch nicht schlecht. Tolle Edition. Bisschen ungewöhnlich, weil diese Doppelschuber-Version so ist. Und der so ein bisschen Luft lässt. Keine Ahnung. Fehlt ein bisschen Pappe, dass es ausstopft. Das ist richtig cool, richtig cool. Ich muss sagen, ich habe Fußballmanager gespielt, aber die Zeiten auf PC habe ich nie mitgemacht. Ich habe die auf dem C64 gespielt. Da gab es auch zwei Fußballmanager. Die fahren so Basic-Style, jedenfalls das eine. Ich glaube, es hieß Bundesliga-Manager. Das habe ich auch gespielt, rauf und runter. Kein Vergleich mit dem, was es da mal was es heute ist. Ich glaube, Anstoß habe ich das erste gespielt. Ja, aber dann habe ich das sein lassen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe Simulationen immer gerne gemocht, auch gerade am C64. Mega. Das ist doch schon ein wahnsinns cooles Paket. Also echt, Sven, du hast... Wow. Kann ich mir nicht sagen. So, und jetzt habe ich hier noch etwas. Das ist schwer. Ich weiß nicht, was es ist. Und ich packe es vorsichtig aus. Und ich sehe, es ist Captain Antilles. Eine Star Wars Figur. Kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, sieht aus wie so eine Schachbrettfigur. Es gab ja so Schachbrettdinger. Richtig cool. Richtig cool. Das ist ja mega. So, Paket ist leer. Messer weg, das sieht besser aus. Wow. Ja, was. Was für ein verrücktes Paket. Es ist von allem was dabei. Geniale Filme. Gut, die kenne ich jetzt nicht, die Märchen vielleicht doch, aber wenn es ist wirklich 40 Jahre mindestens her, seit ich sie gesehen habe, sind die auch echte Klassiker von 1900. Steht ein Datum da drauf?
Naja, nee, so klein nicht zu sehen, aber das sind wirklich diese ganz alten Fernseh-DEFA-Filme, die deutschen. Oh, die habe ich vielleicht in den 80ern gesehen zuletzt. Ansonsten Wahnsinn. Da liefen sie am ZDF. Müssen die sein? Müssten die sein? Oder waren die DDR? Das weiß ich gar nicht so genau. Steht da was hier dazu? Nee, gar nicht. Nur DEFA-Studios. Aber es könnte sein, eben halt, das ist so zwischen den 60er Jahren vermute ich mal entstanden, so sieht das aus. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ein Blick wert auf jeden Fall. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich sage erstmal danke, lieber Sven, für dieses wunderschöne Paket mit den echten Sachen. Ich wage es nicht, Highlights daraus zu greifen, denn es ist wirklich ein komplettes Highlight, dass du mir diese Freude gemacht hast. Das ist Wahnsinn. Ich bin völlig überrascht. Ja, allein der Transformer, der macht mich fast sprachlos. Und auch das Amiga-Game mag nur Las Vegas sein, aber ein Ziel, Amiga-Game, hallo Leute, das ist schon mega. Ja, so, und ich wiederhole mich jetzt nur, denn nun muss ich sagen, ihr seid dran. Liken, teilen, abonnieren, wie ich immer sage, und kommentieren. Sprecht mit mir. Was findet ihr von, was würde euch sprachlos machen? Ne? Oder, naja, gut, sprachlos wäre doof, wenn ihr einen Kommentar abgeben sollt, aber. Lasst es mich wissen, was findet ihr hier am besten? Ja, das war's, ne? Ich habe schon Kloß im Hals und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Sven, danke dir.